So, und hier habe ich jetzt den neuen, sechsten Part von Medal of Honor Pacific Assault. Ich hatte ja vor kurzem gepostet für alle, ja, vor kurzem ist gut. Ja, ich hatte gepostet, dass ich, Lieber Vater, ja, bitte verzeih mir, dass ich dir lange nicht geschrieben habe, aber ich bin wieder im Einsatz. Fast 8 Monate liegt der Angriff der Japaner auf Pearl zurück und wir haben uns noch nicht davon erholt. Ich hatte nach dem Angriff 30 Tage Fronturlaub und danach eine 90-tägige Spezialausbildung. Ich bin jetzt im 2. Raider-Bataillon. Mein Vorgesetzter heißt Carlson. Diese Jungs gelten als Elite. Ich bin sehr stolz, dass ich einer von ihnen bin. Viele der Jungs sagen, dass es nach unserem Sieg bei Midway an der Zeit ist, den Spieß umzudrehen und den Japanern in den Hintern zu treten. Und ich schätze, genau das tun wir jetzt. Wir stürmen eine kleine Insel, auf der sich die Japaner eingenistet haben. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver für eine viel größere Operation. Mehr darf ich dir im Moment leider nicht sagen. Der Major meint, dass wir früher oder später sowieso auf einer anderen Insel landen werden. Aber bis dahin konzentriere ich mich auf meine jetzige Aufgabe. Ja, ich hoffe, ihr entschuldigt es, dass ich nebenbei noch esse. Aber ich bin gerade erst von der Schule heimgekommen. Ich habe mir jetzt gedacht, irgendwie habe ich jetzt Bock, ein Fahrt aufzunehmen. Ich esse jetzt halt. Und weißt du, was das Beste ist? Ich habe bei den Raiders meine alten Freunde aus dem Ausbildungslager wieder getroffen. Sie waren nicht in Pearl, aber auch sie sind durch die Hölle gegangen. In Bataan und vor den ostindischen Inseln. Ich weiß nicht, ob es diese Nachrichten bis nach Haus geschafft haben. Jedenfalls würden dir die Jungs gefallen, Dad. Frank Minoso kommt aus Jersey. Der Typ ist ein Bär von einem Mann. Er erzählt zwar ständig, wie gut er bei den Frauen ankommt, aber wenn jemand ein geborener Anführer ist, dann er. Naja, solche Dinger, gell? Jimmy Sullivan stammt aus Illinois. Er hat sein Medizinstudium geschmissen, um der Navy beizutreten. Ich glaube, er kommt aus reichem Hause, aber das spielt ja keine Rolle. Und dann ist da noch Willie Gaines. Willie ist ein Sitzriese aus North Carolina. Der Typ wiegt weniger als ein nasses Handtuch. Aber mit dem Gewehr ist er ein Ass. Das sind alles gute Jungs. Ich schreibe dir bald wieder. Alles Liebe. Tom. Optimales Wetter für eine Bootstour, was, Jungs? Hör zu, Kleiner. Das hier ist dein erster Einsatz, also denk dran, was du gelernt hast. Halt die Klappe und pass auf. Was zum Teufel macht eigentlich dieser Anfänger her? Was habe ich eben gesagt? Dieser Anfänger? Der Sarge gibt uns am Strand unsere Befehle. Und jetzt sperrt eure Augen auf und haltet die Klappe. Alles klar bei dir, Tommy? Schön, dich wiederzusehen. Im Eilschritt, gehen wir! Okay, Männer, die Japaner haben einen Ameisenhaufen in einem nahegelegenen Dorf. Wir haben Befehl, sie auszuräuchern. Einer unserer Aufklärer wird das Zielgebiet in Kürze überfliegen. Ich will kein Bucks hören. Verständigt euch mit Handzeichen. Minoso, Sie übernehmen Team Baker. Ich gehe mit Emil. Wir treffen uns am Checkpoint Whiskey. Noch Fragen? Nein, Sir. Gut, und nicht vergessen, richtet möglichst großen Schaden an und geht nicht dabei drauf. Ja, versuchen wir mal nicht hochzugehen. Gehen wir. Sonst noch mal ein Problem. Team Charlie, verstecken Sie die Boote und sichern Sie den Brückenkopf. Okay, wir rücken in loser Formation vor. Ich gehe voraus. Willy, du hältst uns den Rücken frei. Bleibt in Formation, Jungs, und achtet auf meine Handzeichen. Gehen wir. Der hängt mit diesem komischen Kasten auf dem Rücken. Oder auf dem Buckel, wie man hier sagt. Nee, schade, da gibt's nix. Mir nur gerade aufgefallen, dass da ja so eine Hütte ist, weil die ist mir ein bisschen... Hey, Sarge, was ist das für ein Ameisenhaufen, den der Captain erwähnt hat? Antennen. Eine Funkstation. Und jetzt halt den Mund. So. Also dann
Meine Damen und Herren. Ach komm, halt, warte. Ja, geht. Funktioniert. Alle mal in Deckung! Das war unser Aufklärer, Jungs. Kann mir irgendjemand zeigen, wo der gerade hin ist? Ich finde nicht. Ah, da vorne. Wow. Okay, der ist gerade tief. Sie sind in den Büschen, holt sie euch! Wir kommen, Tom! Warte! So. Ich werde jetzt einmal das schon ausballern. Ich hab einer weg! Wow. Gehen wir! Es geht los, Jungs! Ist da noch irgendwo einer drin? Oh, gleich zwei Snippen. Drei! Drei direkt am Anfang. Geil! Jetzt ist die Frage, welche Waffe wechsle ich jetzt aus? Die hier? Oder den Revolver? Weil so eine Waffe hier bekomme ich später immer wieder. Ich wechsle die hier aus. So. Dann sammeln wir jetzt hier nochmal die gesamte Munition ein. Ha, und ich habe meine Snippe. Ja, ja, Junge. Da guckst du, wa? Wo ist er? Ich rücke vor! Vorwärts, vorwärts! Boah! Und ungezielt Headshot! Boah! Böse! Und? Na, da war doch noch irgendwo einer. Na, wo sind sie dann die? Brownback, bitte melden. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie alle hießen. Wiederhole, das Gleis ist verdorben. Wir müssen ohne mich essen. Over. Brownback, haben verstanden. Out. Wir sind auf uns allein gestellt. Gehen wir. Formiert euch, Männer, und dann weiter! Ja. So dumm, dass das Fleisch verdorben ist, wa? Naja, egal. Räumen wir die Insel hier mit dem Diamant drauf auf. Kein Problem, oder? Wir sind ja schließlich Helden. Eigentlich nicht, aber egal. Aber schließlich bin ich ja ein König. Wo sind sie? Tut mir leid, Sarge. Ich bin weggerutscht. Hat sich in den Fuß geschossen. Ja. Denkst du, dafür kriegst du ein Purple Heart? Mann, ihr Anfänger seid doch alle gleich. Was reicht ein jetzt, Volldottel. Schieß dich selbst in den Fuß. Hey, alles klar. Scharfschütze! Setzung! Boah, Scharfschütze. Wo sind sie da? Ah, sind da. Okay, das war's. In den Bäumen! Nächste voll trotten. Da oben, Jimmy! Ja.
down, Frank! Jo, erwischt. Sie sind da oben! So. Das war der erste Streich und der zweite Streich. So. Boah. Fail. Da ist einer, Jungs! Boah, scheiße. Daneben. Achtung, da kommen sie! Da kommen sie! Was doch los! Zeigen wir es ihnen! Ausschau! Sie rücken vor! Achtung, sie kommen! So, der wäre jetzt auch noch voll tot. Da kommen sie! Steh unter Beschuss! Oh, am Schwein, ich komme hier nicht mehr. Ich sehe einen! Schon. Bewegung! Bewegung! Oh. Das nenne ich mal ein Netz. Achtung, Willy! Oh. Alle weg. Abstände einhalten! Wow. Tom, ich umgehe sie! Nix umgehen. Vorwärts! Sitzt da. Ja, wie der Haupt da hinten. Oh! Oh! Komm, wir sind da! Wow! Scheiße! Bildung Feuer! Runter! Kacke, die hocken noch da oben in den Bäumen drin. Rückzug! Sei vorsichtig, Tommy! Wir kommen! Sei vorsichtig, da Tommy! Da drüben! Ah, ja. Das hast du. Auf geht's! Wow. Oh, und das nächste Daniel. Das nächste Daniel, wenn wir noch die Zeit haben, gut zu ziehen. Boah. Rücke vor! Okay, die sind jetzt alle dann mal tot. Wow. Japaner voraus! Wow! Weiter! WTF hat 10 Grad zurückgehauen. Verschwinden wir! Zurück, Männer! Den hat er runtergehauen. Ja. So. Wo ist der? Holen wir uns das Gewehr da behalten und den Revolver. Oh. Ist nur eine Fleischwunde. Nee, den zeigen wir bald wieder den Revolver. Der ist wenigstens semi-automatisch. Bewegt euch! Harter Durchschuss! Vorwärts! Vorwärts! Vorwärts, Männer! Woher kommen die ich rücke vor! Diese japanischen Ausrufe da. Ich bin kein Japaner mehr. Sagt mal, Leute, bin ich jetzt blöd oder, ist da wirklich keiner zu finden? Wow. Da oben hockt einer. Falsch, da oben hockt einer. Guter Schuss, Willy. Das war ihr Captain. Oh. Das ist der Achse. Was macht das? Holt ihn. Wow. Oh, ja, das ist Entdeckung, Granate! Wow. Vorsicht, Tommy! Jo, ein Glück, dass wir das Gewehr hier, das Gewehr, genau, Mega-Gewehr hier. Das ist der Feuer Kardinal einstellen! Feuer einstellen! Ein Glück, dass ich den Revolver gerade in der Hand hatte. Ich dachte schon, da wäre einer so, Lukas-like im Stehen gestorben. Nee. Ich habe immer noch mehr Schuss im Revolver. Also dann geht's mal mit dem Revolver weiter. Der ist
nicht geladen. Oh, komm. Ist zwar nur ein Schuss, aber egal. Wird auch noch schnell durchgeladen. So. Spiel gespeichert. So, ja, wir müssen hier rüber.